Halli, hallo. So, jetzt erstmal Musik ausmachen. Ja, wissen wir, was richtig, richtig scheiße ist, wenn man eine neue Firma angefangen hat, dass man trotzdem zum Schaffen geht, obwohl man krank ist. Ja, richtige, richtige Kreuzschmerzen. Ich habe am Wochenende eigentlich nichts machen können. Jetzt so kurz nach dem Aufstand, wenn ich nicht viel gesessen bin, geht es noch. Aber sobald jetzt mal irgendwie mein Tag gegangen oder mal eine Weile sitze, da komme ich hier mir hoch. Und letzte Woche war ja Donnerstag auf Freitag meine letzte Nachtschicht. Ja, und da war es ganz schlimm. Bin ja irgendwann mal in den Talk gegangen. Das ist so eine Tafel, wo unsere ganzen Werkzeuge abgebildet sind, wo man sieht, welches Werkzeug was macht. Ich bin in den Talk gegangen, dass ich das besser lesen kann, weil ich wissen wollte, welches Werkzeug was bearbeitet, wie ich das dann einstellen muss. Und dann bin ich hier nicht mehr hochgekommen. Und dann irgendwann halt denkt er, ja, komm, jetzt gehst du mal raus, sitzt mal draußen 5 Minuten auf Bank. Hier von der Bank nicht mehr hochgekommen. Es war übel. Das ist. Ich kann die Schmerzen gar nicht beschreiben, aber ich kann nicht mehr aufgerecht standen können. Ich war immer so in einer geknickten Haltung. Und so das letzte Stück, keine Chance. Dass mich dann echt rückwärts an der Wand gestellt haben und dann halt mit Gewalt im Prinzip versucht haben, gerade zum Trigger. Jetzt auch übers Wochenende ein paar Mal gemacht, bin am Wochenende jetzt auch ein paar Mal daheim am Boden gelegen und habe einfach versucht, meine Füße gerade zum Strecken über den Schmerzpunkt hinaus halt. Dann ist zwar kurzfristig, also war richtig schmerzhaft, ist dann aber dafür kurzfristig ein bisschen besser geworden. Aber also das ist jetzt hinter, beziehungsweise hat jetzt oben an der Schulter hat es dann gestern auch noch angefangen. Was jetzt eigentlich geil war, sonst war es jetzt eigentlich tatsächlich immer hinter nur am Rücken. Ich habe keine Ahnung, ob das Bandscheiben sind oder. Man wird einfach halt jünger. Das ist echt schlimm. Ja, was soll ich sagen? Man wird halt einfach halt jünger. Wenn jetzt zum Arzt gang, mein Arzt, der wird wahrscheinlich schon sagen, legt nicht mehr auf Kliege und dann versucht er irgendwas einzumrenken, was aber wahrscheinlich nicht viel hilft. Und dann schreibt er mir ein paar Tage krank und das war's dann. Und das Problem ist halt, wenn ich dann ein paar Tage krank bin, jetzt in der neuen Firma, wo ich auf Probezeit, wo ich gerade in der Probezeit bin, das ist jetzt halt auch nicht unbedingt das, was ich will. Jetzt gehe ich einfach zum Schaffen in der Hoffnung, dass es einfach besser wird. Aber ich habe irgendwo die Befürchtung, es wird nicht besser, weil das hat ja letzte Woche, keine Ahnung, wann das angefangen hat. Letzte Woche am zweiten Tag, wo ich Spätschicht hatte, also am ersten Tag mit Spätschicht. Das heißt, die haben das jetzt schon 4 Arbeitstage plus das ganze Wochenende. War jetzt in meinem Fall 3 Tage. 4 und 3, ich steppe das jetzt schon seit 7 Tagen mit mir rum.
und was sie halt geil verstanden, dann ist es manchmal stille, weil es auf einmal wie weg. So wie jetzt gerade, wenn ihr jetzt im Auto sitzt, obwohl es jetzt so holprig ist, mal geht das geil. Dann ist manchmal so schlimm, dann kann ich nicht mehr gerade nachstehen. Oder wenn ich mal sitze, dann komme ich nicht mehr hoch. Ach, ja, Katastrophe. Und die haben halt echt keine Ahnung, ob ich mir da bloß irgendwas verringt habe, ob das besser ist, wenn ich zum Doktor gegangen und der hat das vielleicht doch irgendwie versucht, zum Rinker, ob der Massage dir was hilft, ich weiß es echt nicht. Oder ob das tatsächlich ein Bandscheibenvorfall ist, mit dem ich jetzt halt öfter leben muss. Rückenschmerzen habe ich schon. Ab und zu, immer wieder mal. Aber das geht nicht, keine Ahnung, vielleicht 2-3 Tage, dann ist es aber auch wieder weg. Jetzt sind es schon 7 Tage. Naja. Ja, das nächste Problem ist dann halt, jetzt gerade durch das Schichtmodell. Jetzt kann ich nicht sagen, jetzt muss ich halt 5 Tage durchhalten, dann hast du wieder Wochenende. Ja, ich muss jetzt 7 Tage durchhalten, weil ich schaffe ja 7 Tage am Stück. Und dann habe ich nächste Woche Montag, Dienstag frei. Ja, nur alle 3 Wochen am Wochenende frei. Also nächste Woche Dienstag, Montag, Dienstag, übernächste Woche Mittwoch, Donnerstag und übernächste Woche wieder Freitag, Samstag, Sonntag. Und so ein langes Wochenende habe ich jetzt hinter mir gehabt. Schon ein bisschen Umstellung. Von einer 40-Stunden-Woche in eine 35-Stunden-Woche gewechselt und jetzt habe ich 56-Stunden-Woche. Naja, und gerade heute, die Schafferei heute ist halt auch lustig, weil der, wo mich gerade eilert, der glaubt, heute und morgen hat der Urlaub. Dann 2 andere in meiner Schicht sind auch im Urlaub. Und einer, wo jetzt im Urlaub war, der sollte heute wieder da sein. Und wenn der halt nicht da ist, dann wäre ich halt ganz allein in der Abteilung. Und ich kann die Maschine zwar so weit jetzt schon laufen lassen, aber wenn ich irgendein Problem habe, dann habe ich eventuell irgendein Problem.
dann irgendwann vielleicht die Maschine startet und die gar nicht mehr weiter weiß. Das macht das Ganze natürlich auch besser. Jetzt kann ich bloß hoffen, dass der eine Arbeitskollege halt auch da ist. Boah, das wäre jetzt echt übel. Ich bin ja bald beim Schaffen und da würde ich sagen, dann beende ich das Video jetzt an der Stelle. Vor mir, da fährt ein VW-Bus und der hat so eine schwarze Rußwolke hinten raus, dass du von der Straße bald nichts mehr siehst. Ich glaube, da ist der Turbo kaputt. Warum Turbo kaputt? Ein Dieselmotor hat die größte Leistung eigentlich, wenn er wirklich richtig schwarz rausrußt. Deswegen fährt ein Diesel immer mit so viel Luft, dann wird die Verbrennung zwar heißer, aber dann kommt nicht mehr so viel Ruß raus. Und wenn der Turbo ausfällt, dann hat er keine Leistung mehr, weil er zu wenig Luft kriegt. Durch das, dass er zu wenig Luft kriegt, hat er eigentlich im Prinzip das optimale Mischungsverhältnis, aber dann rußt er wie die Sau. Ja. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.